Liebe Schwestern und Brüder, vergangenen Mittwoch saß ich nach einer Veranstaltung am Abendessen einem Herrn gegenüber und man kommt so ins Gespräch und er erzählt mir von einem Freund, den er viele Jahre nicht gesehen hat, der seinen Weg vom Evangelischen zum Orthodoxen gefunden hat. Besondere Weise des orthodoxen Christentums, den Glauben zu nehmen. Und viele Jahre später habe er ihn wieder getroffen in einem Kloster in Griechenland. Und dann habe ihm dieser Bekannte, den er hier aus Hamburg kannte und ein vernünftiger Mensch war, habe ihm erklärt, dass dort in der Kirche vor der Ikonostase, also den heiligen Bildern, dass dort der Himmel sei. Und mein Gegenüber erzählte mir das offensichtlich in Erwartung, dass ich auch sagen würde, naja, ein bisschen spielend, sich vorzustellen, dass es ausgerechnet hier der Himmel sei. Ich glaube, er war mit meiner Reaktion nicht zufrieden, wo ich sagte, ah ja, ein guter Gedanke, vielleicht lohnt es sich, darüber nachzudenken. Ich preise dich, hieß es eben im Evangelium, Vater, Herr des Himmels und der Erde, weil du all das den Weisen und Klugen verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Ja, Vater, so hat es dir gefallen. Ich glaube nicht, dass es darum geht, dass Gott etwas vor den Weisen und Klugen verheimlichen will und zu sagen, jetzt wollen wir mal dafür sorgen, dass die nichts davon erfahren und hinterher geht er hin und offenbart etwas den Unmündigen, sondern all das ist von einer Art und Weise, dass es mit der herkömmlichen Weisheit und Klugheit nicht begriffen werden kann und Menschen, die als Unmündige, das sind vor allem erstmal kleine Kinder, die haben Vormünder. Dass Menschen, die als unmündig gelten, dass die es verstehen. Und Jesus jubelt. Ich weiß gar nicht, wie man den Tonfall sich vorstellen kann. Jesus jubelt. Das muss ein Augenblick für ihn sein, wo er auf einmal in einer ganz klaren Weise versteht, was eigentlich geschieht, auch mit ihm selber. Weil er spricht ja ganz intim von seiner Beziehung zu Gott, den er mein Vater nennt. Wo er versteht, was die ganze Weltgeschichte eigentlich immer wieder wollte, zu kapieren, wie ist Gott eigentlich gegenwärtig. Und in diesem Augenblick ist ihm nochmal ganz klar, er ist einfach da für uns. Und er hat mich in einer Weise angenommen, die, es kann nicht beschreibbar, ist in Worten. Du, mein Vater, ich, dein Sohn. Und die Situation, in der das Ganze geschieht, war ja, nachdem die Jünger, die er davor ausgeschickt hatte, zurückkommen und ihm erzählen, dass das, was dieses Evangelium ist, Gott ist gegenwärtig in einem Menschen, dass dieses Evangelium, das so völlig absurd klingt, von Menschen, ganz einfachen Menschen, sofort verstanden und angenommen wird. Ja, Gott ist da für uns, und zwar nicht in den großen Palästen, sondern hier bei den einfachen Leuten. Und vielleicht ahnt man etwas von so einem Augenblick, wo man hat sicher oft darüber geredet, oft davon gehört, und Jesus wird mit seinen Jüngern ja viel gesprochen haben, aber auf einmal ist es nochmal in seiner Kraft und Schönheit so präsent. Vielleicht ist Maria ähnlich gegangen, wenn die jubelt. Meine Seele preist die Größe des Herrn. Dieser Augenblick, wo es alles abfällt, was mir davor so furchtbar kompliziert erschien und ich merke, der Kern dessen, was das Leben ausmacht und schön macht, er ist unbeschreiblich einfach und präsent. Ich preise dich, Vater Himmels und des Erdes, dass du all das den Weisen und Klugen verborgen, aber den Menschen, die einfach nur ein reines, offenes Herz haben, dass du denen das offenbar gemacht hast und gezeigt. Ein zweites. Was haben wir uns unter den Weisen und Klugen, von denen hier die Rede ist, vorzustellen? Ich glaube nicht, dass Jesus das Abfällige braucht.
Gegenteil, ich denke, mit Weisen und Klugen, denn eigentlich jederzeit vor der unseren und vielleicht auch in jeder Kultur außer der unseren, ist die höchste Weisheit und Klugheit tatsächlich die Erkenntnis Gottes. Also was ist nochmal der Ursprung und Ziel von allem? Und dass das alle Weisheit und alle Klugheit wert ist, kann man durchaus mit Respekt sagen. Während unsere Weisheit und Klugheit ist ja viel mehr auf Verwertung getrimmt. Das bringt uns zu enormen Erfolgen in Technik und Wissenschaft und ist auch alles wunderbar. Aber die hat ja was Imperialistisches, diese Weisheit. Imperialistisch heißt, die dehnt sich auf alle Lebensbereiche aus. Überall soll Weisheit die Weisheit gelten, die verwertbar ist. Verwertbar, um was zu machen, verwertbar, um was zu erreichen und vor allem verwertbar, um über andere zu herrschen. Sie kennen den Ausdruck von Herrschaftswissen. Ich glaube, dass der durchaus in den Zusammenhang gehört. Deswegen meint Jesus mit Weisen und Klugen eben auch Menschen, die eben nicht einfach weise und klug sind, sondern sich vor allem weise und klug vorkommen und das benutzen. Nicht nur für sich, sondern vor allem auch gegen andere oder über andere. Und ihnen sagt Jesus, all das, wovon er hier sprechen möchte, all das bleibt euch verborgen. Da habt ihr keinen Zugang zu, weil mit eurer Weisheit könnt ihr fantastisch vorläufige Welträtsel lösen. Aber Herr des Himmels und der Erde, das ist so, wie wenn ich meine, ich würde mit dem Tastsinn meiner Hand die Sonne erfassen können, bloß weil ich ein paar Sonnenstrahlen auf dem Handrücken spüre. Ich kann mit dem Tastsinn nicht die Größe und Schönheit der Sonne erfassen. Da braucht es nochmal einen anderen Sinn dafür. Und nur die Hand kann das nicht. Das kann nur das Herz und das Auge und der offene Sinn. Herr, Gott des Himmels und der Erde, den Unmündigen ist das geoffenbart. Was sind Unmündige? Wir haben im Deutschen das Wort Vormund. Es gibt bestimmte Sachen, da spricht deine Mutter für dich. Du musst da mitgehen, wenn man sich in der Schule, wenn da was vorgefallen ist. Unmündige sind Leute, die gelten als, naja, die haben halt noch nicht alles kapiert. Und vielleicht haben sie auch wirklich vieles noch nicht gelernt. Aber das ist das eigentlich von Jesus, das sagt, dieses dauernde Gefühl der Unmündigkeit, dass ich andere vorgesetzt bekomme, die mich für unmündig erklären, das macht sensibel und empfänglich dafür, was eigentlich das Faszinierende und Großartige an diesem Ereignis ist, dass Gott sich zeigt und offenbart. Weil es eben nicht abhängt von Machtstellung und besonders viel Bildung. Natürlich, Gebildete sind aufgefordert, auch gebildet über den Glauben nachzudenken. Aber das ist nicht das Entscheidende. Und das ist nicht das Erste. Preise dich, Gott, Vater des Himmels und der Erde, dass du Menschen ansprichst, die von ihrer Lebenssituation hellwach sind dafür, was Freiheit bedeutet, die du schenkst. Preise dich, weil du all das der Weisheit und Klugheit dieser Welt verborgen, den Unmündigen aber offenbart hast. Was ist dieses all das? Vielleicht geht das nur mit Erfahrung zu begreifen und nicht mit Worten. Weil all das meint genau diese einfache, elementare Weise der Gegenwart Gottes, wie ich es in der einfachen Begegnung mit Jesus Christus erfahren kann. Wo sehr viel Beziehung da ist, indem ich durch das Lesen der Heiligen Schrift, durch das Gebet, durch das Hineinversenken in den Namen Jesu eine Beziehung aufbaue, dazu, dass Gott in unserer Welt gegenwärtig ist und ich merke, dass der Größte, der das ganze Universum geschaffen hat, in solcher Einfachheit und Klarheit da ist. Was sieht man, wenn man vor der Ikonostase steht? Man sieht ein paar Bilder. Schöne Bilder, klassische Bilder.
böses Muster, sich wiederholende Bilder. Naja, es ist ein schöner Kirchenraum, mehr oder weniger. Und der Glaube merkt, hier ist tatsächlich Himmel. Hier in der Liturgie, das ist die Erfahrung der orthodoxen Kirche in einer Weise, die nochmal deutlich stärker ist als bei uns, hier in der heiligen Liturgie, der heiligen Weise, Gottesdienst zu feiern, möchte Gott tatsächlich auf seine einfache, ganz elementare Weise da sein, sodass ich ihn berühren kann. Was sieht das Auge? Es sieht ein Stück Brot, das gebrochen wird. Es sieht auch nur einen Menschen, der zerbrochen ist am Kreuz. Und was erfährt der Glaube? Das ist genau die Weise, wie Gott da ist für uns. Nicht in großen Theorien und Erklärungen, sondern ganz elementar, ganz einfach. Der Mann, von dem mir da erzählt wurde, dass er in Griechenland in einem orthodoxen Kloster gelandet ist, ich kenne ihn nicht und ich weiß auch nichts von ihm. Vielleicht hat er auch was ganz anderes sich dabei gedacht. Aber dieses Gespräch da am Mittwochabend hat mich daran erinnert, dass das nicht dumm ist, wenn man zu anderen von Erfahrung darüber spricht, wo der Himmel ist. Und zwar nicht irgendein Abklatsch des Himmels, sondern tatsächlich der Himmel Gottes. Weil Gott durch seinen Heiligen Geist gegenwärtig sein will und es diesen Geist braucht, um das zu spüren und zu erkennen. Und dann darf man auch schon mal wie Jesus ein bisschen ausflippen und den Jubel ausbrechen. Ich preise dich, Gott, Himmel und der Erde, weil bei aller Weltweisheit hast du das denen gezeigt und offenbart, die wir sonst immer für klein und dumm gehalten haben. Wie wunderbar, Gott, dass du bei uns bist. Amen.